So, jetzt kommen wir mit Liebe und am Schluss anschließend noch, dass ihr nicht verpasst, wenn ihr wollt wissen, was Ende April die Energien sind für Partnerschaft noch. Ja, eine kleine Botschaft. Zuerst kommt Liebe. Was ist bei Krebs los? Ende April, liebes Universum, bitte. Krebs. Krebs. Was war, was ist, was kommt? Wie geht es Krebs in Sachen Liebe? Ui. In der Vergangenheit Krebs hat dir jemanden oder mehrere Ex-Partnerschaften nicht gut gelaufen, ist dein Herz gebrochen. Das ist eine schwere Energie, weißt du? Dein Herz ist in tausend Stück gebrochen in der Vergangenheit. Ob du die da jemals erholen kannst, das sehen wir nachher. Uff. Vergangenheit. Ja, du hast dich erholt. Kein einfacher Weg, Krebs, aber du bist da rausgegangen aus dieser Dunkelheit. Du hast dich selbst nicht nie aufgegeben, trotz all Schmerzen. Das ist furchtbare Energie da. Gegenwart. Jesus Gott, das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich nehme diese zwei Karten hier. Das ist viel. Schau mal, du bist trotz allem. Ist dir gelungen, weiterzuleben? Ja, so merke ich hier. Zukunft. Noch eine Karte, bitte. Eine Karte. Danke. Wow. Ich sehe der Turm sehr, sehr positiv in der Zukunft. Du wirst Durchbruch im Leben haben. Mit irgendeiner Angelegenheit kann auch geschäftliches Sinn sein. Ja. Weil du dir nicht verloren hast in der Vergangenheit. Ja? Krebs. Vergangenheit. Eine Bitte. Krebs. Oh, schau mal. Das ist das hier. Uff. Erschöpft von der Liebe. Im Privatbereich Krebs. Gegenwart. Gegenwart. Ja. Wow, Frühling, hier und jetzt Frühling. Ja? Neubeginn in Sachen Liebe, Neubeginn im geschäftlichen Sinn. Willst du Erfolg haben? Durchbruch. Irgendeine Idee, Projekt, egal um was du arbeitest, das ist eine allgemeine Legung. Willst du Durchbruch haben? Durchbruch. Zukunft. Zukunft. Ja. Ja, es musst du aufpassen. Jetzt sage ich was, dass du aufpassen musst. Hier, ja, diese Karte Verpflichtung. Achtung, dass dieser Erfolg in Zukunft, ja, vor allem Beruf und Finanzebene, geschäftliche Ebene, ja, dir nicht zu viel Verpflichtungen bringt, die dir über den Kopf wächst. Da musst du den Sprung stabil bleiben bei dir. Bleib bei dir und bleib stabil, dass du das schaffst. Mit diesem ganzen Druck, ja, Erfolg, dass du nicht überfordert wirst in Zukunft, Krebs. Okay? Das geht ein bisschen über Beruf an. Okay? In der Vergangenheit, jemand hat dir dein Herz geraubt, dein Herz gebrochen, tausende Stück. Ich höre immer tausend, tausend im Kopf. Du hast dich wunderbar erholt. Wie ein Wunder hast du dich erholt über diese X-Situation Krebs. Und langsam hast du zu dir wieder gefunden. Du hast damals gesagt, nicht mit mir. Auch wenn jemand mich hier schlecht behandelt hat, mein Herz gebrochen hat, tausend Stück, bist du
Situation erfolgreich rausgekommen. Krebs. Du hast gesagt, ich lasse mich nicht zerbrechen. Ich lasse mich nicht runterkriegen. Wow. Also, dass jemand das durchgemacht hat, ja? Und erfolgreich aus der Situation. Und was ich hier auch merke, Krebs, du hast Schritt für Schritt, dass du keine Schaden, auch finanziell Schaden, hast du so gut geplant und dich organisiert für diese Trennung. Du hast monatelang vorausgeplant, wie, wo, was, wen wäre es. Das merke ich hier ganz stark. Du hast gesagt, nicht mit mir, ich lasse mich da nicht runterkriegen. Und du bist friedlich, wie du gehabt hast, alles erledigt in Frieden. Und du hast sehr gut geplant alles. Diesen Neubeginn hast du dich erschaffen. Du hast ihn nicht runterkriegen lassen. Von niemandem, nicht von deinem Ex-Partner. Schau mal, kluge Entscheidung hast du getroffen. Wichtige Erkenntnisse. Du hast vieles gelernt. Auch wenn es negativ war, hast du gelernt von dieser Ex-Partnerschaft. Das bringst du mit. Du weißt jetzt, Krebs, was du willst und was du nicht willst. Ja, du bist reifer geworden durch diese Erlebnisse in der Vergangenheit. Frühling, du bist wieder offen für die Liebe. Du bist wieder bereit für etwas Neues. Weil du schnell gehandelt hast in der Vergangenheit und immer noch mit deinem Leben, ja? Bist du mutig, motiviert und begeistert und risikofreudig und du pushst dich nach vorne, wahnsinnig. Also, wow, wow, Chapeau, ja? Dass du das erreicht hast, Krebs, trotz allem. Durchbruch wirst du haben, geschäftlich und im Privat. Kommt Gutes auf dich zu. Sehr, sehr schön. Wow. Wow. Ich möchte aber hier für dich, Krebs, eine Botschaft für die Liebe möchte ich hier dir auf den Weg geben. Und nachher kommen wir für Partnerschaft, Krebs, ja? Aber, ja, schau mal, was habe ich gesagt? Jemand kommt in Zukunft in dein Leben. Und dir wird es gut gehen, Krebs, im geschäftlichen Sinn und im Privatsinn. Schau mal, romantische Liebe, Amorspfeil hat getroffen. Jemand kommt. Und du musst diese Balance finden zwischen Privat und Beruf erhalten bleiben, dass das nicht überfordert wird, okay? So, jetzt kommen wir Krebspartnerschaft. Partnerschaft. So, was ist da los? Unterbewusstsein. Die Vergangenheit ist ein Raum, der nicht mehr existiert. In der Partnerschaft, ja? In der Partnerschaft, Krebs. Bist immer noch am Verdauen, am Kauen von Vergangenes, du oder dein Partner. Und das tut jetzt der Beziehung von euch zwei nicht gut. Was ist noch da? Das ist das, was nicht wieder erhängte. Nichts geht vorwärts in deiner Partnerschaft, die Entwicklung. Es verlangsamt die Entwicklung wegen Vergangenes. Ja? Vergangenes. Das ist schade. Das beeinflusst deine Entwicklung jetzt in dieser Partnerschaft. Du oder dein Gegenüber. Krebs, was ist bei euch los? Benutzen. Man ist viel ausgenutzt worden in Ex-Partnerschaft. Deswegen ist man ein bisschen am Bremsen. Diese Entwicklung von jetziger Partnerschaft.
Oh, Schurke. War ein Problem. Und diese Schmerzen, noch eine, diese Schmerzen bringt du oder dein Partner, jetziger Partner, von der Vergangenheit. Schau mal, Eifersucht. Alte Wunden. Das sind drei Schattenthemen, das müsst ihr arbeiten, dass es vorwärts geht bei euch. Ja? Und das spielt sich alles im Unterbewusstsein. Dir ist nicht mal bewusst oder dein Partner, dass das eure jetzige, wenn dir nicht in Heilung geht, jetzige Partnerschaft beeinflusst, auf eine negative Art. Krebs, was ist bei dir los in Partnerschaft? Ja. Eine Karte bitte. Krebs. Selbstbeherrschung, ganz großes Wort hier bei euch. Dass ihr nicht die Selbstbeherrschung, die Beherrschung verliert miteinander in dieser Partnerschaft. Dann habt ihr Erfolg. Dann habt ihr Erfolg. Und ja, das ist meine Sachen. So merke ich hier, das ist meine Sachen. Was Vergangenheit war, das frisst man in sich. Das ist das, was die jetzige Partnerschaft blockiert, okay? Jetzt wisst ihr, um was es geht. Wir schauen in die Karten, dann weißt du, woran du bist, meine Liebe. Weil ich habe im Kopf, woran bin ich? Ja, jetzt weißt du. Ich hoffe, du bist hier in Resonanz mit deiner Situation. Okay? Alles Gute. Nächste. Löwe kommt.